Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir wieder eine Schlacht abgeschlossen und mit Leos Hilfe hat sich unser Yato in das dunkle oder finstere Yato verwandelt. Ich weiß das Adjektiv gerade nicht, aber sowas in der Richtung. Und wir hatten viele Unterstützungsgespräche. Das war so das, was anstand. Eigentlich sollte es heute mit Kapitel 15 weitergehen. Eigentlich. Erinnert ihr euch, als ich im letzten Part meinte, so langsam aber sicher würde ich ja gerne auf die S-Supports zugehen, beziehungsweise auf die entwickelten Klassen, das wäre schon nicht schlecht und so? Naja, dumm die Dummen. Also an alle, die jetzt gedacht haben, es geht weiter, es tut mir leid. Heute haben wir wahrscheinlich wieder nur Unterstützungsgespräche, aber die gehören für mich einfach zum Spiel dazu. Klar, es geht auch ohne, vermutlich, aber das gleicht für mich so ein bisschen durchrushen und das will ich nicht. Also ich möchte so viel wie möglich von dem Spiel mitnehmen, egal ob es jetzt Noah ist oder Hoshido oder Revelation. Und deswegen gehören für mich diese ganzen Unterstützungsgespräche auch einfach dazu. Ich freue mich da immer drauf, so ein bisschen mehr über die einzelnen Charaktere zu erfahren und zu sehen, wie sich die Beziehung untereinander verbessert. Das finde ich immer sehr schön. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich die ganzen Gespräche freigeschaltet habe, Magie. Nein, ich bin zum Drachentor gegangen und habe da die eine DLC-Mission gemacht, die für alle kostenlos zur Verfügung steht, nämlich die an Awakening angelehnt ist. Ich habe allerdings die Textboxen alle einfach durchgeklickt, ohne sie zu lesen bzw. mit Start übersprungen. Das heißt, wenn ich irgendwann alle DLCs zeige, ja, die Schlacht ist für mich da nicht mehr blind, aber die ist sowieso jetzt nicht so anspruchsvoll. Aber die Texte sind zumindest für mich blind und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man die Geschichte dahinter noch nicht kennt. Deswegen sei es mir verziehen, aber es war einfach zu praktisch. Erfahrungspunkte gab es keine, was eigentlich auch gar nicht so schlecht ist. Das heißt, auf die weiterentwickelte Klasse arbeiten wir nach wie vor zusammen hin. Aber Unterstützungsgespräche konnte man dort gut farmen, was vielleicht praktisch ist, falls ich vielleicht auch mal Ersatzbankcharaktere irgendwie verkuppeln möchte. Dann kann ich das auf diese Art und Weise auch machen. Und dann seht ihr jetzt auch nochmal ganz gut. 3, 6, 9, 12 waren das, ne? Das sind jetzt quasi die 12 Charaktere, die ich aktuell auf jeden Fall im Team haben möchte. Gegebenenfalls vielleicht noch Peri oder Jakob oder so. Aber die auf jeden Fall. Und dann seht ihr jetzt auch mal, wen ich mit wem eigentlich auf jeden Fall verkuppeln möchte. Fangen wir an mit Elise und Silas. Ist vielleicht ein bisschen awkward, von wegen großer Bruder, kleine Schwester Verhältnis, aber aus Freundschaft und sowas kann ja auch mehr werden. Von daher gesehen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich die S-Supports alle bekomme. Und wenn ich die dann habe, werde ich auf jeden Fall auch auf die A-Plus-Supports hinarbeiten oder generell auf die A-Supports, dass wir halt möglichst viel sehen. Hallo, my Lady Elise. Silas, hallo! Ich dachte über unseren Schwesterntag nach und kam zu einem Entschluss. Wenn ihr das gemeinsame Training wünscht, so sollten wir das tun. Ha? Wirklich? Wirklich. Sollte etwas schief gehen, so bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen. Die Leute würden mit Steinen werfen und meine norischen Freunde würden mich hängen. Doch wenn dies euer Wunsch ist, dann soll es so sein. Also, ja. Darüber wollte ich noch einmal mit dir sprechen. Stimmt etwas nicht? Nun, wenn ich so darüber nachdenke, ist es wohl doch nicht so eine gute Idee. Oh? Was bewegt euch dazu, eure Meinung zu ändern? Nun, ich habe festgestellt, dass Geschwister eine andere Verbindung untereinander haben. Mit Xander habe ich bisher auch noch nie trainiert. Also wenn du mein Bruder Silas wirst, müssen wir uns was Besonderes überlegen. Du bist mir nicht böse, oder? Ich meine, weil du so lange überlegt hast und so. Sorgt euch nicht. Wir werden etwas finden, my lady. Das ist schwerer als gedacht. Oh, ich hab's. Warum fragen wir nicht die anderen, um neue Ideen zu bekommen? Oh ja, wir können auch eine Teefeier machen mit Keksen und Ideen sammeln. Das wird ein Spaß. Die Leute erzählen uns, wie sie ihre Geschwister näher kennengelernt haben. So werden wir sicher eine Idee finden, die perfekt für uns ist. Das ist wirklich eine wundervolle Idee, my Lady Elise. Nicht wahr? Komm schon, lass uns alle einladen. Ja, laden wir alle ein. Da bin ich jetzt immer gespannt, wie dann der S-Support zwischen den beiden wird. Ich hoffe, der wird schön werden, weil ich finde die beiden echt ganz süß zusammen. Sie sind beide so freundlich und herzlich. Das passt eigentlich ganz gut. Und wenn er schon gefriendzoned ist bei Svenja, dann kann er auf jeden Fall Elise gerne haben. Gut. Selena und Katze.
Die beiden waren ursprünglich gar nicht so geplant, zusammenzupacken. Ich war mir da halt noch nicht so sicher, aber eigentlich war das nicht so mein ursprünglicher Plan. Aber der C-Support von den beiden hat mir echt gut gefallen, deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht? Selena, kann ich einen Moment mit dir sprechen? Katze, wie kann ich dir helfen? In der letzten Schlacht habe ich beobachtet, wie du kämpfst. Oh, du willst mich einschätzen, was? Nun, zu welchem Schluss bist du gekommen? Es war sehr eindrucksvoll. Dein Geschick übertraf all meine Erwartungen. Du hast scharfe Augen, das muss ich dir lassen. Denkst du jetzt anders über mich? Ja, um ehrlich zu sein, fand ich den Anblick beunruhigend. Beunruhigend? Dass jemand, der so jung ist, schon so mit dem Kampf vertraut ist. Mir schien, als wäre das Chaos und das Töten dir seit langem vertraut. Du musst in deinem Leben schon viel Blutvergießen gesehen haben. Was waren es für Gewalttaten, deren Zeuge du geworden bist? Keine besonderen. Wir leben in grausamen Zeiten, das solltest du doch wissen. Und überlege gut, bevor du deine Nase in Dinge steckst, die dich nichts angehen. Ich verstehe. Darf ich noch eine letzte Sache fragen? Wofür kämpfst du? Für Noah und meine Lady Camilla. Ich lebe, um meinem Land und meiner Herrin zu dienen. Bist du sicher, dass dies der einzige Grund ist? Natürlich ist er das. Und jetzt habe ich noch was zu erledigen. Schönen Tag noch. Huh. Ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist. Aber da bin ich auch mal gespannt. Wenn sie vielleicht wirklich quasi an die, Severa, das war der Name, den ich gesucht habe, aus Awakening angelehnt ist. Ich weiß nicht, ist sie nur angelehnt oder ist sie das wirklich? Wenn sie es wirklich ist, dann weiß ich, was für grausame Taten sie gesehen hat. Na gut, Niles und Camilla, der A-Support, die sind zwar nie so nett zueinander, aber ich glaube, Niles ist zwar wirklich gemein zu Camilla, aber irgendwie mag er sie auch, habe ich so das Gefühl, zwischen den Zeilen zu lesen. Milady Camilla, ihr suchtet nach mir. Ihr wisst, ich liebe es, gerufen zu werden. Neulich sagtest du, du hättest es auf Leute abgesehen, die nie Leid erfahren haben. Oh ja, ich mag die Richtung, die dieses Gespräch einschlägt. Nun, mit mir hast du die falsche Person ausgesucht. Hä? Huh? Ich weiß, du dachtest, sie ist eine Adelige. Sie muss glücklich sein. Perfektes Leben. Du hast Unrecht. Zwar nicht arm geboren, war mein Leben doch auch kein Märchen. Was? Von allen Geschwistern ist Xander der Einzige, dessen Mutter die Königin ist. Oh. Der Rest, Leo, Elise und ich, sind alle Kinder von König Garons Geliebten. Mehreren Geliebten. Er liebte es, unsere Mütter gegeneinander auszuspielen. Ich hatte keine Ahnung. Unsere Mütter waren von niederster Herkunft und arbeiteten sich hoch. Natürlich dienten wir als Köder in all ihren Streitigkeiten. Milady Camilla ist... Du nanntest mich armselig. Recht hattest du. Meine Mutter liebte mich. Als Pfand. Schwärme ich für Svenja? Ja, ich weiß genau, wie es ist, allein zu sein. Es tut mir so leid. Ich lag so falsch. Ihr verbergt euren Schmerz gut. Ich war blind. Ich erzählte das nicht, damit du dich entschuldigen kannst. Ich will, dass du zweimal nachdenkst, ehe du jemanden zu Unrecht verurteilst. Ich schäme mich so. Ihr müsst mich schlagen. Hier, ich verdiene Bestrafung. Ich werde dich nicht schlagen. Bitte direkt ins Gesicht. Ich warte. Im Ernst, Niles, ich passe. Willst du geschlagen werden, musst du es selbst tun. Ha. Das war interessant. Da haben wir doch jetzt einiges über Camilla und ihre Herkunft erfahren. Das heißt, dass König Garon und die Königin eigentlich nur einen gemeinsamen Sohn haben, nämlich Kronprinz Xander. Und Leo, Camilla und Elise sind quasi alles Stiefgeschwister von Xander und auch untereinander Stiefgeschwister, da jeder eine andere Mutter hat. Das heißt, König Garon ist total durch die Betten gehüpft irgendwie. Und das ist irgendwie, es ist irgendwo krank, was da im Hintergrund abläuft. Es wirkt so, als wenn es so harmonisch ist zwischen den Geschwistern, aber im Grunde genommen, die wollen ja alle nicht unbedingt das, was König Garon will. Und dass sie dann alle auch noch verschiedene Mütter haben und als Kinder in sämtliche Streitigkeiten reingezogen worden sind, das ist schon hart. Also das ist schon interessant zu hören, was da hinter den Kulissen wirklich abgelaufen ist. Na gut, Odin und Azura, ebenfalls der A-Support. Also wir nähern uns so einigen S-Supports, das finde ich schön. Odin, ich wollte dir sagen, wie mutig du dich neulich auf der Brücke verhalten hast. Es war schon beeindruckend, wie tapfer du sie überquert hast. Und so verwegen. Ach, das war doch nichts, my lady. Für wahr, für euch würde ich jeder Gefahr trotzen.
Wenn es euch hilft, zuzusehen, wie ich dem Tod ins Auge blicke, dann sei es so. Da wir gerade dabei sind. Vielleicht weißt du ja das schon, aber ich war einst eine Prinzessin Noahs. Ja, dies kam mir zu Ohren. Ich nannte Noah für nur für kurze Zeit meine Heimat. Es weiß niemand, aber... Ich lebte in ständiger Angst, da mich die Getreuen des Königs Tag für Tag quälten. Es war so grausam, so schrecklich, dass es mich selbst jetzt noch verfolgt. Du bist da ganz anders, Odin, wie du dich tapfer deinen Ängsten gestellt hast. Azura, glaub mir, das war eine Kleinigkeit. Ich glaube fest daran, dass ihr eines Tages über eure Vergangenheit hinwegkommt. Und ich werde euch mit meinem neuen Zauber helfen, dem Gedächtnisgriller. Damit werden eure schlechten Erinnerungen ein für alle Mal verschwinden. Nun, ich denke, ein Versuch ist es wert. Was muss ich machen? Nun, entspannt euch. Bevor wir beginnen, muss ich aber erst ein Ritual durchführen. Dann wirke ich den Zauber durch meine besonders abgefahrenen Spezialmanöver. Wird das nicht etwas seltsam aussehen? Natürlich nicht. Dann beginne ich jetzt. Bleibt einfach da stehen. Nicht blinzeln, nicht bewegen. Perfekt. Nun gut, dann wollen wir mal. Der finstere Odin ruft die Mächte der Dunkelheit. Komm herbei, Dunkelheit! Oh nein, jetzt fängt er tatsächlich an, so komisch zu singen und zu tanzen. Er wirkt so konzentriert. Ich fürchte, das dauert wohl noch eine Weile. Ihr Götter, was mache ich nur, wenn uns jemand beobachtet? Das könnte noch mehr traumatisieren als meine Erinnerung. Das reicht, ich muss etwas tun. Odin? Der Zauber war eindrucksvoll. Ich glaube, es hat schon funktioniert. Wirklich? Oh, das ging aber schnell. Seid ihr euch sicher, dass es geklappt hat? Ja, absolut. Ich fühle mich schon viel besser. Hab Dank, Odin. Ich bin mir sicher, dass das Leben nun einfacher und besser wird. Es war mir eine Ehre, euch zu helfen, my lady. Aber seltsam, dass es geklappt hat, bevor ich überhaupt den Zauber gewirkt habe. Ah! Da bin ich auch mal auf den S-Support gespannt. Ich muss aber auch sagen, letztens habe ich mich noch so gefragt. Xander, blond. Leo, blond. Elise, blond. Camilla, violett. Azura, blau. Das erklärt natürlich jetzt, also das letzte Supportgespräch, warum die Haarfarben teilweise so unterschiedlich sind, wenn jeder eine andere Mutter hat. Aber Azura wurde ja gar nicht erwähnt gerade. Also wessen Mutter Azura ist, das wissen wir nicht. Die hat Camilla ja gar nicht erwähnt. Aber gut, ich habe jetzt erstmal Keaton und Effie zusammengepackt, weil ich beide gerne im Team haben möchte, auf jeden Fall. Und mir dachte, dass was vielleicht ganz interessant werden könnte. Mal schauen. Effie, was machst du denn da? Oh, hallo Keaton. Ich mache nur ein paar lockere Übungen. Wie machst du das? Ganz einfach. Ich trainiere hart und ernähre mich richtig. Weißt schon, viel rohes Fleisch und rohe Eier. Komisch, ich esse haufenweise rohes Fleisch und so viele Eier, wie ich auftreiben kann. Aber den Baumstamm würde ich nicht hochbekommen. Ach, du machst doch nur auf bescheiden. Fang! Hilfe, Effie! Sieht gut aus, Keaton. So ist's richtig, es muss wehtun. Du verstehst nicht. Das Ding zerquetscht mich. Nimm's bitte von mir runter. Mach ich. Geht's dir gut? Puh, ich habe schon mein Leben an meinem geistigen Auge vorbeiziehen sehen. Nimmst du nicht bitte nicht übel, Keaton, aber du solltest Muskelaufbau betreiben. Das schaffst du. Ich erstelle dir einen auf dich zugeschnittenen Trainingsplan. Oh toll, Effie. Das wird ein Spaß. Das kann ja was werden mit den beiden. So, und dann noch Svenja und Leo, der B-Support. Leo, ich bin mit deiner Aufgabe zu den Kampftaktiken fertig. Ah, sehr gut. Gib sie mir, ich werde sie mir ansehen. Also, was denkst du? Das ist Humbug. Wenn du deine Einheiten so aufstellst, werden sie getötet. Was? Nie im Leben. Du versteifst dich zu sehr auf die Feinde, die genau vor dir stehen. Anfängerfehler. Wenn du das tust, gibst du ihm die Chance, dich von hinten anzugreifen. Hier solltest du eine kleine, ausgewählte Gruppe von Kriegern als Speer benutzen. Führe deine Gruppe hierhin und beachte die Formation deines Gegners. Siehst du, wie sich deine Siegeschancen erhöhen, wenn du dich so aufstellst? Du schleichst hierher und schaltest den feindlichen Kommandanten aus. Hui, das ist beeindruckend. Du bist so klug, Leo. Nicht wirklich, das sind eigentlich nur die elementarsten Grundlagen. Es ist mir ein Rätsel, wie du so lange überlebt hast. Ja, ich weiß. Ich hätte es sicher nie allein so weit geschafft. Was ist los, Leo? Svenja... Weißt du, warum wir dich im Kampf nie aus den Augen lassen? Warum glaubst du, ist das so? Wahrscheinlich, weil das alles so neu für mich ist? Genau, ich bin froh, dass du da allein drauf gekommen bist. Deshalb haben dir Xander und Camilla immer mehr Beachtung geschenkt.
Oh, Leo, das würde ich so nicht... Nein, ist schon in Ordnung. Die Starken sind immer allein, da niemand denkt, dass sie Hilfe brauchen. Doch das stimmt nicht. Schon oft habe ich mir gewünscht, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich durch schwierige Situationen leitet. Doch ich bin kein Kind mehr. Der kann man mir solche Worte auch nicht nachsehen. Ich will nur sagen, dass du deinen Platz in der Familie genießen sollst. Leo, es tut mir leid. Du fühlst dich meinetwegen so verletzt. Die anderen waren immer so vernarrt in mich. Du bist so talentiert, Leo. Wir sind alle sehr beeindruckt von dir. Wir haben dich auf so ein Podest gestellt. Doch so allein an der Spitze muss es sehr einsam sein. Doch ich würde gerade gerne mit dir tauschen, glaub mir. Ich gebe mir so viel Mühe, aber ich halte mich nicht für gut genug, um uns anzuführen. Vergib mir meine Worte, Schwester. In erster Linie sind wir eine Familie. Es kommt darauf an, dass wir immer füreinander da sind. Vergib diesen Moment der Schwäche. Es ist in Ordnung, Leo. Ich weiß, dass ich noch nicht so stark oder weise bin, wie ich sein sollte. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Bitte sei weiterhin mein Lehrer. Natürlich, Svenja. Es wäre mir eine große Ehre. Ha. Wir haben erst einiges über Camilla erfahren und jetzt auch noch über Leo. Ich meine, ich kann das irgendwo verstehen. Ich glaube auch vor allen Dingen bei Familien mit mehreren Kindern, wenn dann ein neues Kind geboren wird, dann bekommen die anderen, glaube ich, auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit teilweise. Also ich kann es selbst nicht nachvollziehen, weil ich ein Einzelkind bin, aber ich kann Leo da schon verstehen, auf jeden Fall. Definitiv. Aber gut, ich würde sagen, wir hatten jetzt so viele Supportgespräche. Ich werde nochmal eben jemanden, in erster Linie Leo, einladen, weil mit dem möchte ich ja ganz gerne den S-Support auch haben. Vielleicht ist er ja diesmal auch ein bisschen netter zu uns. Nice to spend time together while we still can. Sehr schön. Das hörte sich doch schon ganz anders an als beim letzten Mal. Schön. Dann haben wir jetzt ja schon einige A-Supports, auch ein paar B- und C-Supports. Aber ich denke, da wollte ich eigentlich drauf drücken, das wird. Doch, das wird. Also in den nächsten Kapiteln werden wir dann vermutlich auch noch ein paar S-Supports sehen. Und wenn wir die dann haben, wie gesagt, mache ich mich an andere Supports. Aber die S-Supports schon mal zu haben, wäre schon mal supi. Und Klassenaufstieg kommt dann einfach nach und nach. Kapitel 15. Die dunkle Säule. Es nützt nichts. Ich kann einfach nicht schlafen. Zuerst der Vorfall in Schäf und jetzt die Jagd auf alle Skalden. Allein der Gedanke daran, Unschuldige anzugreifen, schmerzt mein Herz. Ob ich wohl das Richtige tue? Ist es denn möglich, alles von innen heraus zu ändern? Manchmal frage ich mich, ob es ein Fehler war, sich auf Nors Seite zu stellen. Hätte ich Ashido wählen und helfen sollen, Vater zu stürzen? Nein, Xander und die anderen, ich liebe sie zu sehr. Ich könnte sie nie verraten. Oh, mir ist, als ob ich gar nichts mehr wüsste. Hä? Huh? Ist das nicht Azura? Azura. Ja, das ist wirklich Azura. Ich frage mich, wohin sie wohl geht. Vielleicht geht's mir besser, wenn ich mit ihr die Entscheidung für Nor bespreche. Sie ist der einzige Mensch auf der Welt, der etwas Ähnliches durchmacht. Die oschidischen Geschwistern zu bekämpfen, mit denen sie aufwuchs, ist sicher schwer. Ich wette, es wird uns beiden gut tun, über das alles zu reden. Life beyond the shore, just out of reach. Yet the waters ever change, flowing like time. The path is yours to climb. Das Lied war einfach zu schön, ich konnte nicht drüber sprechen. Das ist merkwürdig. Wo ist sie hin? Vielleicht in den Wald? Hä? Dieses Lied. Genau wie jenes, das die Skaldin sang, die Vater verfluchte. Die Skaldin und Azura, kann es sein, dass sie ein und dieselbe Person sind? Das verstehe ich nicht. Das Lied, was sie gerade gesungen hat, hat sie doch auch schon gehört damals in Hoshido. Und das Lied, was die Skaldin, also Azura, vor König Garon gesungen hat, war doch ein ganz anderes Lied. Nein, das kann nicht sein.
Das ist absurd. Ich muss sofort mit Azura reden. Ah, da ist sie ja. Azura. Hä? Sie geht in den See. Nimmt sie ein Bad? Nein, das kann es nicht sein. Sie ist noch komplett angezogen. Was tut sie da? Was? Sie ist weg? Götter, sie taucht nicht mehr auf. Sie ist doch wohl nicht... Azura? Azura! Azura! Why are you here? Azura? Azura? Was ist passiert? Ich hechtete in den See, um dich zu retten. Und dann... Du solltest nicht hier sein, Svenja. Geh zurück, solange du noch kannst. Huh? Zurückgehen? Was meinst du? Wo sind wir? Svenja, pass auf! Wer ist das? Und warum greift er mich an? How troubling. Das ist gar nicht gut. Wir müssen weg von hier, Svenja. Das Wesen, das sich angreift, sieht aus wie ein Mensch, aber es ist nur noch ein Monster. Es fühlt nichts, kann weder lieben noch kommunizieren. Eine Hülle ohne Seele. Wenn du ihm zu nahe kommst, wird es dich sicher vernichten. No. Aber Azura, es gibt hier keinen Ort, an dem man flüchten könnte. What was that? Was? Oh nein. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bitte stirb nicht, Svenja. Nicht, bevor ich dir die Wahrheit sagen konnte. Phew. My lady. Hä? Huh? Das kann nicht wahr sein. Gunther! Bist du das wirklich? Du bist kein Geist, oder? Of course. Ich bin es, my lady. In Fleisch und Blut. Und ich dulde es nicht, als Geist zu gelten. Ich sah euch beide in Schwierigkeiten, also kam ich zu Hilfe. Ich bin so froh, dass du lebst, Gunther. Das ist unglaublich. Aber ich verstehe nicht ganz, warum bist du hier? No. Darüber sprechen wir später. Zuerst müssen wir diese Monster vernichten. Oh. Gutes Argument. Ich bin so froh, dich im Kampf wieder an meiner Seite zu haben, Gunther. Okay. Boss besiegen oder alle fliehen in 20 Zügen. Ja geil, und ich habe 3 Einheiten und der Gegner hat 25. Oh wow, ich meine gut, die anderen sind natürlich alle nicht da. Aber Drachenader hier sofort? Jede verbündete Einheit wird geheilt. Geheilt? Geteilt. Jede verbündete Einheit wird geteilt? Okay. Also erstmal haben wir Gunther hier. Gunther ist ja quasi unsere OP-Einheit vom Anfang. Und er ist ja in der bodenlosen Schlucht eigentlich gestorben. Erzritter Level 10. Da bin ich jetzt übrigens sehr froh, dass ich Azura mittlerweile entwickelt habe. Weil ich glaube, wäre sie immer noch Skaldin, könnte das jetzt ziemlich böse enden, wenn sie sich nicht wehren könnte. Gucken wir erstmal kurz über das Schlachtfeld. Wir haben hier einfach nur Dörfler. Und da muss ich fliehen? Aber gut, das sollte ja in 20 Zügen nicht das Problem sein, oder? Dorthin zu kommen. Aber das heißt, ich kann gerade Svenja und Azura hier jetzt ziemlich gut leveln. Und hier ist der Boss. Kämpfer Level 15. Oh, die sind noch nicht mal unbedingt schwach. Also 30 KP und so weiter, finde ich ehrlich gesagt schon einiges. Auf jeden Fall. Aber ich...
weiß gar nicht, dieses Gebiet hier unten? Inwiefern ist das mit dem Gebiet verbunden, was wir da oben haben, frage ich mich. Können die hier einfach rüberlaufen? Aber da ist doch so eine Lücke zwischen. Egal, das werden wir ja gleich sehen. Ja. Meine Gedanken zu dem, was da gerade so passiert ist, werde ich gleich mal äußern, nachdem wir den Kampf gestartet haben. Beziehungsweise, vielleicht mache ich das einfach im nächsten Part. Ich glaube, es ist gar keine schlechte Idee, weil in meinem Kopf hat sich gerade so einiges angesammelt zum Thema Azura, die eben das Lied vor König Garon gesungen hat, zum Thema Gunther, der jetzt hier plötzlich wieder aufgetaucht ist, zum Thema dieser Welt, in der wir uns gerade befinden. Und Azura meint ja auch, sie muss uns die Wahrheit sagen. Also, ich habe eine Vermutung, wie das Ganze eventuell zusammenhängen könnte. Aber, ja, das wird wahrscheinlich so nicht stimmen, aber ich wollte sie trotzdem dann mal äußern. Aber erst im nächsten Part. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.